Das Relikt aus DDR-Zeiten wurde 1972 gebaut. Nach der Wende nicht mehr benötigt, verwitterte es zusehends und drohte einzustürzen. 10 Kilogramm Sprengstoff in 78 Sprengladungen sollten innerhalb weniger Sekunden das Problem lösen. Das sind hier Profis, die hier angereist sind. Die kommen aus Wuppertal. Das ist eine Sprengfirma, die jeden Tag sowas machen. Und ich meine, für uns Laien erscheint das natürlich ein bisschen gefährlich, aber man hat uns die Angst genommen und sagt uns, dass der Schornstein in die vorgesehene Richtung fällt und dabei nichts passieren kann. 70, 80 Meter weg von dem Ort der Sprengung. Von da sehe ich an sich keine Gefahr ausgehen, sodass die Bürger sich dort aufhalten können. Wir haben gesehen, wie er erbaut wurde. Nun möchten wir natürlich auch sehen, wie er in sich zusammenfällt. Dann war es endlich soweit. Ein dumpfer Knall. Innerhalb von 2 Sekunden war alles vorbei. Wie vorausberechnet fiel der Schornstein in seine vorgegebene Richtung. Für die Schaulustigen hat es sich eigentlich nicht gelohnt, oder? Sehr aufregend, also Adrenalinstoß pur. Das ist eine ganz gewöhnliche Sache gewesen, sag ich mal so. Das sind doch Experten, die dabei sind. Die werden das da wahrscheinlich nicht zum ersten Mal machen.